Ei, ei, was ist das denn? Zeigt uns da jemand den Mittelfinger? Zumindest, wenn das Bild auf dem Kopf steht. Und jetzt haben wir schon den Namen des Tieres verraten. Ei, ei. Auf Deutsch Fingertier. Es gibt Nachwuchs im Frankfurter Zoo. Und das ist eine richtige Weltsensation. Außergewöhnlich an der Geburt des Fingertiers ist also zum einen, es gibt in Deutschland in keinem anderen Zoo Fingertiere, also das sind die einzigsten in Deutschland. Dann gibt es tatsächlich, wenn man das überlegt, weltweit, und das ist ja groß weltweit, nur 56 Fingertiere. Und da ist natürlich jedes geborene Fingertier ist immer eine Riesenbesonderheit. Das Fingertier ist ein auf Madagaskar lebender, nachtaktiver Allesfresser. Es sieht aus wie ein Fabeltier mit seinen großen Augen. Etwa 40 cm groß, plus Schwanz kommen noch mal bis zu 60 cm dazu. Bis zu 3 Kilo bringen die Tiere auf die Waage. Besonders der Mittelfinger spielt bei der Ernährung eine bedeutende Rolle. Der Nutzen dieses Fingers ist tatsächlich, der hat ein Kugelgelenk, also er ist sehr, sehr dünn. Er hat ein Kugelgelenk, mit dem das Fingertier in alle Richtungen die Insekten aus den Bäumen ziehen kann. Also sie beißen ja mit ihrem super guten Gebiss die Rinde auf und dann haben sie kleine Löcher, wo die Würmer drin verschwinden. Und da geht dieser dünne Finger hinterher und kann wirklich in alle Richtungen sich drehen und wenden, damit sie auch an alle Leckereien kommen. Diese skurrilen Tiere gibt es in Europa nur in Frankfurt und Bristol. Unser Fingertier wurde am 26. Oktober im Jimmick House geboren. Klar, dass so eine kleine Sensation auch für die Tierpflegerin etwas ganz Besonderes ist. Ich habe das große Glück, dass ich seit 20 Jahren tatsächlich mit diesen tollen Tieren nämlich arbeiten darf. Und daher kennt man die Tiere einfach. Und Tiere, die man einfach richtig gut kennt, zu denen hat man natürlich eine besondere Beziehung. Und natürlich, das ist einfach eine ganz tolle Verbindung. Also man kann das Tier einfach gut deuten. Man weiß sofort, was ist mit ihm los? Geht es ihm gut? Geht es ihm nicht gut? Wie kann ich ihm vielleicht helfen, wenn es ihm nicht gut geht? Und das ist natürlich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Im Frankfurter Zoo leben zurzeit 4 Fingertiere. Das junge Männchen lebt 3 Monate in seinem Nest. Von daher ist es für die Besucher noch nicht zu sehen. Wie gut, dass wir von Main Tower Ihnen diese Bilder präsentieren können.